Liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute Abend lautet Dreieinigkeit, ja oder nein? Und das ist im Grunde die zentrale Frage im Gespräch mit den Zeugen Jehovas. Ist Gott ein dreieiniger Gott oder ist Jehova praktisch Gott allein, aber ohne Sohn und ohne Heiligen Geist als göttliche Personen? So mit einem Satz einmal diese Frage formuliert. Ist Gott einer oder ist er drei? Die Zeugen Jehovas antworten richtig darauf, dass Gott einer ist. Die Frage ist halt nur, wie sieht diese Einheit aus? Es gibt noch auf der Seite und hier hinter mir Plätze. Herzlich willkommen. Wie sieht diese Einheit aus? Nun, ich habe hier einige Bibeln dabei. Die Wachturmbibel, also Neue Weltübersetzung der Heiligen Schrift. Dann habe ich auch die Genfer Studienbibel mit, ich habe die Lutherbibel in der Tasche, ich habe da noch das Hebräisch-Englische Alte Testament in der Linearübersetzung, wenn wir was nachschlagen müssen, auch wenn es zu Gesprächen kommt, und dann noch das Griechische Neue Testament. Also Sie sehen, es gibt verschiedene Bibelausgaben. Wichtig ist, dass wir immer vom Urtext ausgehen. Und da haben wir ja die hebräischen und griechischen Handschriften, die hier zusammengefasst sind. Und nun, ich muss jetzt ein bisschen theologische Anforderungen heute stellen. Ich habe schon gesagt, entschuldigen Sie, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Und Zeugen Jehovas versuchen ja auch hier in die Tiefe zu gehen. Zunächst wird festgestellt bei der Frage, ist Gott einer oder drei, dass Elohim im hebräischen Alten Testament eine Pluralform ist. Elohim heißt ja Gott, kann aber auch Götter heißen, je nachdem, in welchem Zusammenhang es verwendet wird. Allerdings, wenn es sich auf Jehova, wie es Zeugen Jehovas aussprechen, es steht im Hebräischen ein Tetragramm, JHWH, kann man da diese Buchstaben wiedergeben. Im Hebräischen, das kann man als Yahweh übersetzen oder als Jehova, je nachdem, wie man es vokalisiert. Auf die Frage kann ich jetzt aber nicht ausführlich eingehen. Aber jedenfalls sagen wir heute Abend mal Jehova, um praktisch dem entgegenzukommen etwas. Ist Jehova, wenn Jehova gemeint ist, dann ist Elohim praktisch im Sinne von Gott gemeint, nicht im Sinne von Göttern. Das wird auch deutlich, wenn man die Verben betrachtet, die dabei stehen. Es heißt zum Beispiel Elohim bara, das heißt Elohim schuf, auch wenn es grammatikalisch Mehrzahl ist, so ist es doch als Einzahl zu verstehen. Elohim schuf, Elohim sprach, nicht sprachen oder schufen. Es ist also der eine Gott, der schuf und der sprach. Das ist das Erste. Nun, was ist das aber für ein Plural? Also es heißt Gott in Einzahl, aber es steht im Hebräischen ein Plural. Ist es ein Majestätsplural? Ist es ein Plural der Dreieinigkeit, also der Trinität? So auf Lateinisch das Wort dreieinig, trinitarisch, das werden wir noch öfter hören. Oder ist es ein Plural der Selbstüberlegung, des Nachdenkens, lasset uns Menschen machen? Da gibt es ja die verschiedensten Deutungen. Abend hat auch noch Plätze vorne oder hinten. Also, Zeugen Jehovas, weil sie ja die Dreieinigkeit ablehnen, sagen also, es ist kein Trinitätsplural, sondern ein Plural der Majestät Gottes. Allerdings möchte ich sagen, die Deutung zum Beispiel von 1. Mose 1,26, lasset uns Menschen machen und andere Stellen, wurde in der Kirchengeschichte von der alten Kirche bis ins 20. Jahrhundert als klassisch immer wieder auf Trinitätsplural gedeutet. Also die Trinität, die Dreieinigkeit, die schon beim Schöpfungsbericht enthalten ist. Da gibt es verschiedene Auslegungen, gebe ich zu, aber der Trinitätsplural lässt sich da nicht von der Hand weisen. Nun aber gehe ich auf die Argumente ein, die die Wachturmgesellschaft, die Zeugen Jehovas, gegen die Dreieinigkeit Gottes vorbringen. Die wesentlichsten Argumente sind, wie gesagt, in dieser Broschüre, auch in neueren Broschüren zusammengefasst, sollte man an die Dreieinigkeit glauben. Da wird gesagt, zunächst, Gott ist einer, nicht drei. Und man beruft sich auf 2. Mose 20, 2. Der Herr ist Gott, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sie kennen es vom Sinn her. Und auch 5. Mose 6, Vers 4. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Und das ist durchaus richtig. Man spricht im Fachbegriff von Monotheismus. Der Glaube an einen Gott. Kein Polytheismus, Glaube an viele Götter. Das lehnen wir auch ab als Christen, ist ganz klar. Also ein Gottglaube, nicht Vielgötterglaube.
denke, da sind wir uns einig. Die Frage ist halt nur, wenn man von der Dreieinigkeit redet, ob das ein Vielgötterglaube ist, wie es von Seiten der Zeugen Jehovas unterstellt wird. Das ist das Problem. Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind das drei Götter oder es ist der eine Gott? Im Grunde geht es immer wieder um die Frage. Und dann hängt eben die Frage zusammen, wenn Jesus nicht Gott ist, kann er uns dann wirklich erlösen? Das werden wir dann vor allem morgen früh noch ausführlicher betrachten. Erlösung oder Selbsterlösung. Nun wird bei den Zeugen Jehovas aus dem Monotheismus, aus dem Ein-Gott-Glauben gefolgert, dass es keine Dreieinigkeit geben könne. Denn Dreieinigkeit würde heißen, dass es drei Götter gäbe und das würde der biblischen Offenbarung widersprechen und der menschlichen Vernunft, wird gesagt. Und der menschlichen Vernunft. Es heißt auf Seite 4 dieser Schrift, selbst viele, die an die Dreieinigkeit glauben, können sie nicht begreifen. Nun, zunächst möchte ich sagen, wenn man hier mit der Vernunft argumentiert in der Gruppierung der Zeugen Jehovas, dann macht man das Gleiche wie Vertreter einer rationalistisch geprägten Philosophie und Theologie, Rationalismus der Vernunftglaube. Man sagt also, was ich mit meiner Vernunft nicht fassen kann, das gibt es auch nicht. Und man befindet sich da in einer etwas seltsamen Gemeinschaft mit liberaler Theologie und mit Islam zum Beispiel, der auch Jesus Christus ablehnt als Gott, der ihn nur als Propheten betrachtet. Auch wenn man es jetzt will oder nicht will, aber in dieser Gemeinschaft mit diesem Vernunftargument. Und so wird auch ganz erstaunlich der liberale Tübinger Theologe Hans Küng in einer Schrift der Zeugen Jehovas in dieser Dreieinigkeitsschrift zitiert, auf Seite 4 nachzulesen, wo Hans Küng sagt, gerade informierten Muslimen leuchtet einfach schlechterdings nicht ein, was bislang auch den Juden nie eingeleuchtet hat, warum der Ein-Gott-Glaube nicht aufgegeben wird, wenn mit der einen Gottheit zugleich drei Personen in Gott angenommen werden. Und so weiter. Also man zitiert hier einen liberalen Theologen. Nun, wie stehe ich selber zur Frage der Dreieinigkeit? Zunächst einmal, was dieses Vernunftargument betrifft. Ich halte die Dreieinigkeitslehre nicht für unvernünftig, sondern für übervernünftig. Das heißt, die beschränkte menschliche Vernunft überschreitend, über unsere begrenzten fünf Sinne hinausgehend. Was wir mit unserem Verstand, unserem geschöpflichen und auch durch die Sünde gefallenen Verstand nicht erfassen können bis ins Letzte, kann aber, liebe Freunde, deshalb trotzdem existieren. Wir können auch die Luft nicht sehen, sie ist trotzdem da, ein einfaches Beispiel. Ja, und so gibt es vieles, was unsere Sinne hier nicht fassen, aber was einfach da ist. Die Unbegreiflichkeit Gottes wird in der Bibel immer wieder betont, etwa in Hiob 38 und 39, in Römer 11, Vers 33 bis 36, in 1. Korinther 2, die Weisheit Gottes ist viel größer als die alle menschliche Weisheit. Ja, selbst wenn Gott töricht wäre, wäre er noch weiser als der weiseste Mensch. Also wie können wir überhaupt Gott erfassen? Aber deshalb müssen wir noch lange nicht zu Rationalisten, zu Vernunftgläubigen werden und sagen, was unsere Vernunft nicht begreift, gibt es nicht. Dreieinigkeit übersteigt unsere Vernunft, gibt es nicht. So wird letztendlich gedacht. Wie kann man sich denn die Dreieinigkeit Gottes vorstellen? Nun, ich möchte zwei Vergleiche bringen, obwohl natürlich jedes menschliche Beispiel auch wieder begrenzt ist. Aber wenn Sie sich ein Dreieck vorstellen, nicht, es ist ein Dreieck, aber es hat drei Ecken. Ein banaler Vergleich, aber es ist eins, aber mit drei verschiedenen Ausbuchtungen eben als Ecken. Dann gibt es auch die drei Aggregatzustände, fest, flüssig und gasförmig. Das wird auch immer wieder verwendet, um zu illustrieren, was Dreieinigkeit ist. Wenn man sich vorstellt, Wasser ist eben der flüssige Zustand von H2O, dann gibt es aber auch den luftförmigen, gasförmigen Zustand, wenn es erhitzt wird. Und der feste Zustand, was ist das? Wer weiß das? Eis. Die Kinder freuen sich und die Augen strahlen. Sie entschuldigen den banalen Vergleich, aber Sie sehen, es gibt also ein Wesen, H2O. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich nehme an, dass es als Luft auch immer noch, als Dampf immer noch H2O ist, ne? Okay, also H2O, anders kann man es, glaube ich, gar nicht bezeichnen. Einmal als Luft oder Dampf, Wasserdampf, und dann als Wasser oder als Eis, je nach Verdichtung. Der Kirchenvater Tertullian hat die, ja, ich gebe zu, auch missverständliche Formel geprägt für die Gottheit, für die Dreieinigkeit. Eine Substanz, drei Personen. Ein göttliches Wesen, würde ich besser sagen. Substanzbegriff ist missverständlich, aber ein göttliches Wesen, der sich als drei
Personen offenbart, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Übrigens argumentieren die Zeugen Jehovas inkonsequent, wenn sie mit dem Vernunftargument argumentieren, auch deshalb, weil sie andererseits an Wunder glauben. Sie glauben an die Wunder, die Jesus getan hat, aber sie glauben nicht, dass Gott dreieinig ist an dieses Wunder. Glauben sie nicht, dass das Wesen Gottes auch ein Wunder sein kann. Das Wesen schon, nicht nur die Taten. So schreiben sie auf Seite 40 in der Wachturmschrift Erkenntnis, die zu ewigem Leben führt, Folgendes. Ich zitiere, als Gottes heiliger Geist ihn befähigte, Wunder zu wirken, heilte er aus Mitleid die Kranken, Lahmen, Verkrüppelten, Blinden, Tauben und Aussätzigen. Jesus speiste Tausende von hungrigen Menschen. Er beruhigte einen Sturm, der die Sicherheit seiner Freunde gefährdete. Und er auferweckte sogar Tote. Diese Wunder sind gut belegte historische Tatsachen. Also nun frage ich die Anhänger der Wachturmgesellschaft, wenn sie Gott zutrauen, dass er solche Wunder wirkt und ermöglicht, warum glauben sie dann nicht auch, dass er eine dreieinige Existenz hat, die auch unseren Verstand überschreitet? Also Sie merken, man kann nicht einerseits sagen, ich glaube an Übernatürliches und andererseits sagen, mit unserem Verstand können wir nicht fassen, dass Gott dreieinig ist. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wo ist jetzt das Wasser versteckt? Ich sehe also kein... Ist auch unsichtbar. Von hier aus. Von hier rechts, von hier links. Ja, du musst ja auch vom Redner ausdenken. Ich stelle mich jetzt auf euch ein. Nun aber kommen die schwerwiegenderen Argumente. Dieses Vernunftargument, das halte ich nicht für so wesentlich. Welches Argument könnte denn wesentlicher sein, wenn gegen die Dreieinigkeit argumentiert wird? Es gibt ja Vernunft und Offenbarung. Die biblische Offenbarung, das ist natürlich die entscheidende Frage. Was sagt denn die Bibel dazu? Ist die Luft noch ausreichend? Ja. Da möchte ich einfach mal vorlesen einige Sätze aus der Wachturmschrift, die Wahrheit, die zum ewigen Leben führt, eine der meist verbreiteten Schriften überhaupt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Exemplare, also bestimmt um die 20 Millionen mindestens, wenn nicht noch mehr, wurden da verbreitet. Und da wird Folgendes geschrieben. Ich zitiere, als Jesus auf Erden wirkte, war er ganz bestimmt nicht gleich groß wie sein Vater. Denn er sagte, dass es Dinge gebe, die weder er noch irgendein Engel, sondern nur Gott wisse. Markus 13, Vers 32. Er betete auch zu seinem Vater um Hilfe, wenn er sich in einer Prüfung befand. Lukas 22, 41, 42. Auch sagte er selbst, der Vater ist größer als ich. Johannes 14, Vers 28. Deshalb bezeichnete Jesus seinen Vater auch als meinen Gott und als den allein wahren Gott. Johannes 20, 17 und 17, 3. Sagte aber Jesus nicht einmal, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30? Ja, das sagte er. Diese Worte deuten aber nicht im geringsten eine Dreieinigkeit an. Denn Jesus sprach nur davon, dass zwei, nicht drei, eins seien. Also Sie meinen, der Heilige Geist ist jetzt hier nicht enthalten. Und ich zitiere weiter. Später machte Jesus selbst den Sinn dieser Worte verständlich, als er darum betete, dass seine Nachfolger eins seien, so wie er und sein Vater eins sind. Johannes 17, Vers 22. Jesus und sein Vater sind insofern eins, als Jesus in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater ist. Also ich füge ein, nicht im Wesen eins, sondern in der Meinung, in der Übereinstimmung. So wie ich mit Ihnen eins sein kann, ohne personal oder wesenhaft eins zu sein. Funktioniert's? Das meine ich schon. Dann weiter, der Heilige Geist, die sogenannte dritte Person der Dreieinigkeit, ist keine Person, sondern Gottes wirksame Kraft, wird ganz ausdrücklich geschrieben. Geist ist nur eine Kraft, darauf gehe ich auch noch ein heute Abend. Weiter wird geschrieben, was zeigen somit die Tatsachen über die Dreieinigkeit oder die Trinität? In Gottes Wort der Bibel ist weder das Wort Trinität oder Dreieinigkeit noch die geringste Spur der Dreieinigkeitslehre zu finden. Diese Lehre stammt nicht von Gott. Es wird dich jedoch interessieren zu erfahren, dass die heidnische Bevölkerung Babyloniens an eine solche Lehre glaubte. Ja, sie verehrte sogar mehr als eine Göttertriade, also eine Götterdreiheit.
Soweit das Zitat aus dem Buch Die Wahrheit, die zum ewigen Leben führt. Einige Argumente, die wir durchaus prüfen müssen. Nicht? Das kann schon manchen verwirren, wenn man jetzt diese Bibelstellen so präsentiert bekommt. Der Vater ist größer als ich und so weiter. Wie ist das einzuordnen? Ich gehe darauf noch ein. Nun, ich fasse nochmal zusammen. Die Zeugen Jehovas gehen davon aus, dass in der Lehre von der Dreieinigkeit drei Götter verehrt würden. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sei falsch, das sei Götzendienst und stamme aus dem Heidentum. Satan sei der Urheber der Trinitätslehre, die er um die Welt gebracht habe, um Jehova zu schänden. Jesus sei nur ein Mensch gewordener Engel, der Erzengel Michael, nicht mehr. Der Erzengel Michael und in diesem Sinne sei Jesus ein Gott, ein Sohn Gottes, ein Göttersohn, aber nicht Gott der Sohn. Das müssen wir unterscheiden, weil die Begriffe sehr schnell vermischt werden. Wen meinst du, wenn du von Jesus redest? Gott oder den Erzengel Michael oder nur einen Menschen, wie es auch liberale Theologen heute tun? Er ist nicht der allmächtige Gott Jehova selbst, wird geschrieben, sondern er ist nur das erste und unmittelbare Geschöpf Gottes. Darauf gehe ich auch noch ein. Es wird heute ein bisschen länger werden, der Vortrag, aber wir können auch noch reden, aber dann nach dem Vortrag auch diskutieren. Ich denke, dass wir um 10 dann mit allem vielleicht fertig sind. Aber nun zunächst zu dem Vorwurf, die Dreieinigkeitslehre sei heidnisch. Nun, in der Tat finden sich Göttertriaden, also Götterdreiheiten in verschiedenen Religionen. Das ist eine Tatsache. Zum Beispiel verehren die Inder Brahma als Erschaffer, Vishnu als Bewahrer und Shiva als Zerstörer des Universums. Es gibt noch viele Gottheiten, aber das sind drei Hauptgottheiten. Die Ägypter beteten ebenfalls neben vielen weiteren Göttern die Göttin Isis, ihre Schwester Nephthys und Osiris, den Sohn der Nephthys und Gatte der Isis, als eine Triade an. Eine weitere Triade in Ägypten bildeten Horus, Osiris und Isis. In Babylonien und Assyrien existierten in noch früherer Zeit mehrere Götterdreiheiten. Eine bestand aus Anu, dem Herrn der Höhe und des Himmels, Elil, dem Herrn der Luft und der Erde und Ea, dem Herrn des Wassers und der Tiefe und so weiter. Also es gab Götterdreiheiten. Nur frage ich jetzt, sprechen diese Dreiheiten in heidnischen Religionen dagegen, dass der wirkliche Gott und Herr auch dreieinig ist? Es wird praktisch gesagt, dass das genau in der Linie liege wie diese Dreiheiten. Aber man kann auch dagegen halten. Auch in den Religionen klingt noch ein Ahnen hindurch von der Dreieinigkeit Gottes. Und durch Götzendienst wurde dieses verfälscht zu innergeschöpflichen Gottheiten. Verstehen Sie, was ich sagen will? Gott ist dreieinig vom Ursprung her, aber die heidnischen Religionen haben ihre Götzen darüber gestülpt und haben falsche Dreiheiten verehrt. Man kann also dieses Argument auch gerade rumdrehen und sagen, der ursprüngliche Gott ist monotheistisch, aber der Polytheismus hat dieses dann zugedeckt. Der Vielgottglaube hat den Eingottglauben versucht zu verdrängen. Denn hier sind wirklich drei Götter in den Religionen, während in der Bibel es ein Gott ist, in drei Personen. Die Wachturmgesellschaft beruft sich übrigens in Schriften aus den 60er Jahren, vor allem in der Schrift Babylon, die Große ist gefallen, auf ein sehr interessantes Buch, was auch jetzt wieder aufgelegt wurde, von Alexander Hislop mit dem Titel The Two Babylons. Kennt das jemand? Es wird jetzt auf Deutsch übersetzt, nur weiß ich jetzt gerade nicht den Namen, im CLV Verlag. Es ist ein Buch, was sehr kritisch über die katholische Kirche geschrieben ist und sagt, es sei eine Wiederbelebung der babylonischen Religion. Ich weiß nicht, ob es jemand schon gelesen hat. The Two Babylons. Und nun wird hier behauptet, dass praktisch die Dreieinigkeit auch heidnischen Ursprung sei. Und man stützt sich auf Hislop. Und man übersieht nur, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, dass gerade Hislop selber an der Dreieinigkeit festhält und nur sagt, das sei eben abgefallen, diese Götter, drei Einheiten, die behauptet werden, seien eben auch Verzerrungen, Verformungen der wirklichen biblischen Dreieinigkeit, wie sie im Buch Genesis in der Schöpfung vorkommt. Ich habe das in meinem Buch ausgeführt, Zeugen Jehovas Geschichte, Lehre, Beurteilung, aber da wollte ich darauf hinweisen, auch hier ist die Argumentation falsch. Dann gibt es ja nichts Neues unter der Sonne. Es gab bereits in altkirchlicher Zeit die Behauptung, dass Jesus nicht Gott sei. Wissen Sie, welcher Vertreter, der dann später als Ketzer verurteilt wurde, dieses behauptet hat?
Der wird übrigens bei Russell, dem Begründer der ernsten Bibelforscher, in einer Ahnenreihe mit berühmten Kirchenvätern gesehen als Vorbild. Arius, noch nie gehört? Kirchengeschichte. Also es gibt nichts Neues. Diese Lehre, die jetzt heute bei den Zeugen Jehovas wieder auftritt und in anderer, bis in anderer Form auch im Islam, die gab es auch schon im 4. Jahrhundert bei Arius. Der Presbyter Arius aus Libyen, ein Schüler des bekannten Hermeneuten Lukian von Antiochien in Alexandria, schuf durch seine Lehren große Unruhe. Er war vom neuplatonischen Überweltdenken beeinflusst und lehrte, dass es nur einen einzigen Gott gebe, der ungezeugt und ungeworden sei und als völlig reines Wesen mit der Schöpfung nicht in Berührung kommen könne. Jesus könne unmöglich gottgleich sein, er ist ja Fleisch geworden, aber deshalb könne er nicht Gott sein, weil der überweltliche Gott unmöglich mit der Schöpfung irgendwie sich verbinden könne. Also das Wort ward Fleisch ist diesen Ansichten letztendlich ein Gräuel, dass Gott hier wirklich Fleisch wird. Das war die Lehre bei Arius. Jesus sei deshalb ein Geschöpf. Er gehört nicht auf die Seite Gottes, des Schöpfers, sondern auf die Seite der Geschöpfe. Das ist diese Grundlehre, der Grundunterschied. Er habe einen Anfang, sei geschaffen worden von Gott und sei nicht gleich ewig wie Gott. Ex uc onton gegonen, aus dem Nichts ist er erschaffen, schrieb Arius, beziehungsweise wird er zitiert bei Athanasius kritisch, und en pote hute uc en, es gab eine Zeit, da er nicht war, so im Urtext. Er ist also das erste und höchste aller Geschöpfe und als solcher der Mittler der übrigen Schöpfung. Das höchste aller Geschöpfe, aber eben nicht Gott. Man beachte im Islam, der höchste, ja nicht der höchste, aber einer der großen Propheten, aber nicht Gottes Sohn. In einzigartiger Weise. Es wird immer sehr viel zugestanden, aber nicht das Entscheidende. Da muss man also genau aufpassen. So ist es auch bei den Zeugen Jehovas, leider ist es so. Und in Athanasius entstand dem Arius ein mächtiger Gegenspieler. Er schrieb Bücher, die es heute noch gibt, in griechischer Sprache und auch Übersetzung, 4 Reden gegen die Arianer, in denen er praktisch schon damals diese Lehre, die auch heute bei den Zeugen Jehovas wieder auftritt, glänzend widerlegte, schon im 4. Jahrhundert. Und er argumentierte mit der Erlösung des Menschen, dass da, wo Jesus nicht als Gott anerkannt wird, auch keine vollkommene Erlösung möglich ist. Nur ein Satz daraus, wie hätte er als Geschöpf durch ein Geschöpf sich mit dem Schöpfer verbinden können? Oder was für eine Hilfe hätten ähnliche Wesen von ihresgleichen erwarten können, wenn doch auch sie derselben Hilfe bedurften? Und so weiter. Also diese Argumentation lohnt sich mal zu lesen bei Athanasius. 295 bis 373 nach Christus. Und dann wurden ja die bekannten altkirchlichen Bekenntnisse formuliert, das Nicenum 325 nach Christus, das Niceno Konstantinopolitanum 381 nach Christus und das Chalcedonense 451 nach Christus. In dem Niceno Konstantinopolitanischen Bekenntnis von 381 stehen die bekannten Sätze, ich lese jetzt mal auf Deutsch, nicht auf Griechisch. Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, all dessen, das sichtbar ist und unsichtbar. Und an einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus Gott geboren vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater eines Wesens, durch den alle Dinge ins Sein traten, der um uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgekommen ist, vom Himmel und Fleisch geworden, aus dem Heiligen Geist und Maria, der Jungfrau, der Mensch ward, gekreuzigt ward unter Pontius Pilatus, litt und begraben ward, am dritten Tage auferstand nach den Schriften, aufgefahren ist gen Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters und wiederkommen wird in Herrlichkeit zu richten Lebende und Tote, des Reich ohne Ende sein wird. Und an den Heiligen Geist, der da Herr ist und lebendig macht, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und zugleich gepriesen wird, der durch die Propheten geredet hat und so weiter. Also dieses ganz klare Bekenntnis, was auch allen christlichen Kirchen die gemeinsame Grundlage darstellt, ob es jetzt auch Freikirchen oder was auch immer sind, im Unterschied zu den Sekten, nicht? Nun, wenn formuliert wird, der Sohn ist geboren, nicht geschaffen. Wo liegt da der Unterschied? Das ist nämlich vielen gar nicht klar. Wo liegt der Unterschied, wenn ich etwas erschaffe oder wenn ich jemanden zeuge? Also zwischen zeugen und schaffen, wo liegt da der Unterschied? Was denken Sie? Ich schaffe ein Haus, ich baue ein Haus und ich zeuge einen Sohn. Genau.
Und ist dieses Haus vom gleichen Wesen wie Sie? Nein. Und der Sohn oder die Tochter? Ja. Das ist Fleisch vom gleichen Fleisch, nicht? Gleichen Blut. Und so ist es, wenn Gott, der Vater, man kann es mit menschlichen Worten nicht anders ausdrücken, aber so wird es auch im Bekenntnis festgehalten, von Ewigkeit her seinen Sohn zeugt, ist er gleichen Wesens mit dem Vater. Gott von Gott, Licht vom Licht. Und er ist kein Geschöpf. Wenn Gott den Menschen erschafft, nach seinem Ebenbild, wunderbar wie eine Fotografie von ihm, ja, wie wenn wir ein Foto haben, aber das ist nicht das gleiche Wesen, das ist nur ein Abbild Gottes. Das ist der Unterschied zwischen dem Sohn und den Geschöpfen. Oder wenn Sie ein Haus bauen, ja, das ist wie wenn Gott den Menschen formt. Ein Geschöpf, das nicht er ist, keine Mystik, keine Seelenmystik, Gott in uns, in dem Sinne von der Natur her, sondern er zieht nur durch seinen Geist in uns ein, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Dann nimmt Gott in uns Wohnung, aber wir werden niemals wesenseins mit Gott. Das ist der Unterschied. Wesenseins mit dem Vater ist allein der Sohn und der Heilige Geist. Ich werde es von der Bibel her gleich auch noch darstellen. Athanasius schreibt gegen Arius: So kennt also die göttliche Schrift den Unterschied von Zeugung und Geschöpfen und erweist die Zeugung als Sohn, der nicht mit irgendeinem Anfang begann, sondern ewig ist. Die Schöpfung aber bezeichnet sie als ein Werk, das außerhalb von seinem Schöpfer existiert und zu werden begonnen hatte. Also der Sohn ohne Anfang in Ewigkeit vom Vater gezeugt, die Schöpfung von Anbeginn dann geschaffen, aber nicht von Ewigkeit. Es ist also nicht so, dass wir an drei Götter glaubten, wie fälschlich unterstellt wird, sondern dass der eine Gott sich in drei Erscheinungsweisen, Hypostasen oder Personen offenbart, wie es in der Kirchengeschichte formuliert wurde. Bevor ich nun auf die biblischen Argumente im eigentlichen Sinne eingehe, was Jesus Christus angeht, fange ich mal von hinten an, von der dritten Person der Dreieinigkeit, weil das können wir etwas schneller betrachten. Der Heilige Geist, ist der Heilige Geist eine Person oder nur eine Kraft, eine Energie? Das ist eine wichtige Frage, auch in anderen Gruppierungen. Moment, langsam. Auch, aber Moment. Joseph Franklin Rutherford, der eigentliche Begründer der Zeugen Jehovas, er hat 1931 bei dem Kongress in Colombo den Namen zum ersten Mal eingeführt. Vorher war Charles Taze Russell Präsident der Wachturmgesellschaft. Die Geschichte lasse ich heute weg, aber ich habe eine Kassette dabei, wo Sie also die Geschichte auch hören können, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Aber Rutherford war jedenfalls der Erste, der das einführte. In dem Buch Die Harfe Gottes schreibt er Folgendes: Der Heilige Geist ist die unsichtbare Kraft und Energie, der unsichtbare Einfluss Jehovas. Gott ist heilig, darum ist seine Kraft, seine Energie und sein Einfluss heilig. Zitat Ende. In der Schrift soll man an die Dreieinigkeit glauben, wird in ähnlicher Weise der Geist Gottes als kontrollierte Kraft charakterisiert und sogar mit dem elektrischen Strom verglichen. Ich möchte es mal vorlesen, da heißt es auf Seite 20: Die Art und Weise, wie in der Bibel der Ausdruck Heiliger Geist gebraucht wird, lässt erkennen, dass er eine kontrollierte Kraft ist, die Jehova Gott dazu dient, seine mannigfaltigen Vorsätze zu verwirklichen. Er kann in einer gewissen Weise mit dem elektrischen Strom verglichen werden, einer Kraft, die sich für die verschiedensten Zwecke einsetzen lässt. In 1. Mose 1, Vers 2 heißt es: Gottes wirksame Kraft bewegte sich hin und her über der Oberfläche der Wasser. Inzwischen bemerkt Luther übersetzt Gottes Geist, aber weil es ja keine Person sein soll, wird übersetzt Gottes wirksame Kraft in der Neuen Weltübersetzung, die ich auch hier habe. In diesem Fall, so heißt es weiter, diente Gottes Geist seine wirksame Kraft dazu, die Erde zu gestalten. Zitat Ende. Nun, liebe Freunde, ich gehe gleich darauf ein, ob Geist eine Person ist, aber achten Sie mal auf die Parallelen, wo der Geist Gottes nur als Kraft, sogar verglichen mit dem elektrischen Strom, bezeichnet wird. Wo gibt es das noch in anderen Systemen? Fällt Ihnen da irgendwas ein? Anthroposophie. Und womit hängt die zusammen? Ich habe es ja vor einigen Wochen dargestellt. Wir müssen noch viel allgemeiner jetzt denken. Mit dem Spiritismus. Da, wo der Geist nicht mehr als Person gesehen wird, sondern nur noch als Energie, das kann auch in manchen pseudochristlichen Kreisen auftreten, da betreten wir das Gebiet des Spiritismus, des Geisterverkehrs. Denn da wird Gott entpersonalisiert und wird seine Kraft nur noch betont, ohne die personale Anbindung an den dreieinigen Gott.
Ich weiß, dass Zeugen Jehovas das weit von sich weisen würden. Sie wollen mit Spiritismus nichts zu tun haben, Gott sei Dank nicht. Aber unbewusst, den meisten gar nicht bewusst, wo der Geist Gottes nicht als Person, sondern noch als Kraft verdinglicht gesehen wird, da ist die spiritistische Einfallstüre. So finden wir diesen verdinglichten Geistbegriff mit seinen esoterischen Wurzeln in allen esoterisch-okkulten Systemen, als Lebenskraft, als Odkraft bei von Reichenbach, als Weltäther bei Mesmer, als Jesod in der Kabbalah, als Mana in der polynesischen Religion, als Baraka im Sufismus des Islam, als Ka in der ägyptischen Religion, als Chi im Taoismus, als Prana im Hinduismus, als Kundalini und als Ähnliches. Es ist immer dieser verdinglichte Geistbegriff, der dann in allen Religionen nicht mehr als Person, sondern als magisch-elektrisches Element gesehen wird. Sie finden hier immer die Parallelen aus der finsteren Welt und bei den Zeugen Jehovas vermutet man es am wenigsten. Aber auch hier ist der Spiritismus eingedrungen, auch bei manchen Bibelübersetzungen. Ich habe es ausführlich in meinem Buch dargestellt, kann das jetzt nicht ausführen. Aber nun die entscheidende Frage, bezeichnet die Heilige Schrift den Geist Gottes als Kraft oder als Person? Was meinen Sie, was meint ihr? Als Person. Als Person, die Kraftwirkungen ausübt. Und seht ihr, es wird abgetrennt, die Kraftwirkung von der Person. Ja, ich habe jetzt hier etwa 20 Bibelstellen, die ich jetzt vorlesen könnte. Diskutieren können wir übrigens nachher. Sie können sich ja Notizen machen, gell, das ist kein Problem. Aber ich wollte jetzt auch, weil es auf Kassette aufgenommen wird, um Verständnis bitten, dass ich an einem Stück jetzt... Also, der Heilige Geist wird in der Bibel als Person gekennzeichnet. Ich sage die Stellen ganz kurz dazu. Er spricht... Apostelgeschichte 13, 2, 21, 11. Er denkt, Apostelgeschichte 5, 3, 15, 28. Der Heilige Geist lehrt, Lukas 12, Vers 12, Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist teilt dem Menschen Gaben zu, 1. Korinther 12, Vers 11. Der Heilige Geist kennt die Zukunft, Apostelgeschichte 21, Vers 11. Der Heilige Geist kann betrübt werden, Jesaja 63, Vers 10, Epheser 4, Vers 30. Er kann belogen werden, Apostelgeschichte 5, Vers 3. Er kann gelästert werden, Matthäus 12, Vers 31 und 32. Wie können Sie denn einen elektrischen Strom lästern, liebe Freunde? Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Der Heilige Geist, nur eine Person kann betrübt, belogen, gelästert werden. Der Heilige Geist sucht die Gemeinschaft des Menschen, 2. Korinther 13, Vers 13. Er kann im Menschen Wohnung nehmen und ihn wieder verlassen, wenn der Mensch in der Sünde verharrt, Psalm 51, Vers 13 und viele weitere Stellen. Der Heilige Geist besitzt göttliche Eigenschaften, Allwissenheit, 1. Korinther 2, Vers 10, Allmacht, Lukas 1, Vers 35 bis 37 und er ist ewig, Hebräer 9, Vers 14. Er wird gekennzeichnet als Tröster, den Jesus schickt und der Jesus nach seinem Weggang vertritt. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Johannes 16, Vers 7 bis 15. Und er liebt uns. Römer 15, Vers 30. Nun gibt es Gegenargumente der Wachturmgesellschaft. Und es ist immer so, wenn eine Stelle nicht in die Weltanschauung passt, was geschieht dann mit dieser Bibelstelle? Sie wird symbolisch gedeutet. Ja? Verstehen Sie? Da muss man aufpassen. Wenn jetzt jemand plötzlich eine symbolische Umdeutung bringt, nicht mehr wörtlich nimmt, ja, das ist eine Vision oder ein Symbol oder irgendwie, da muss man mal gucken, sagt das der Zusammenhang tatsächlich? Denn wir können Bibelstellen nur richtig verstehen, wenn wir den Zusammenhang betrachten und den Wortsinn, vom Wortsinn ausgehen und den Kontext, den Zusammenhang berücksichtigen. Nun, es wird folgendermaßen argumentiert. In der Dreieinigkeitsschrift, Seite 21, gibt es nicht auch Bibeltexte, die vom Heiligen Geist als von einer Person sprechen, wird gefragt. Da kommt man nicht drum herum, ja? Aber wie wird jetzt argumentiert? Ja, doch man beachte, was der katholische Theologe Edmund Fortmann in dem Buch Der Triune Gott, der dreieinige Gott, darüber sagt. Es zitiert man interessanterweise einen katholischen Theologen, obwohl man sonst die katholische Kirche heftig bekämpft. Fortmann wird zitiert, er sagt, obschon dieser Geist häufig personifiziert wird, also als Person bezeichnet wird, ist es eigentlich recht klar, dass die heiligen Schreiber der hebräischen Schriften nie auf den Gedanken gekommen sind, dass dieser Geist eine Person sei. Auch haben sie ihn nie so dargestellt. Zitat Ende. Nun, man muss sich fragen, wie Fortmann das wissen will. Wenn man diese Bibelstellen unvoreingenommen gründlich liest, die ich genannt habe,
dann stößt man unweigerlich auf die personalen Charakteristika des Heiligen Geistes. Aber auch hiergegen wird ein Argument gebracht, folgendes Argument. Ich zitiere wiederum daraus, aus der Dreieinigkeitsschrift. Da heißt es, es ist nichts Ungewöhnliches, dass in der Bibel etwas personifiziert wird. So heißt es darin, dass die Weisheit Kinder habe. Und auch der Heilige Geist wird dadurch, dass er personifiziert wird, nicht zu einer Geistperson. Also die Sünde kann personal dargestellt werden, die Weisheit sind trotzdem ja keine Personen, wird gesagt. Hierauf antworte ich Folgendes. Sicherlich werden in der Bibel Begriffe wie Weisheit, Sünde oder Tod personifiziert. Aber diese Tatsache spricht doch nicht dagegen, dass es daneben in der Bibel wirkliche Personen gibt, wie etwa den Heiligen Geist. Ja, sonst müsst ihr alles unpersönlich sein, wenn man dieses Argument ausdehnt. Es gibt ja natürlich wirkliche Personen. Man muss ja immer fragen, ist es jetzt eine Person oder nicht? Und ich habe ja die Stellen genannt. Dazu schreiben nun die Zeugen Jehovas in der gleichen Schrift Folgendes. Wohl heißt es in einigen Bibeltexten, dass der Geist spricht, aber andere Texte zeigen, dass dies in Wirklichkeit durch Menschen oder Engel geschah. Der Geist wirkte in diesen Fällen ähnlich wie Radiowellen, die Botschaften von einer Person zu einer anderen, die weit entfernt ist, übertragen. Darauf antworte ich Folgendes. Wenn der Geist durch Menschen spricht, warum sollte er dann keine Person sein? Das Gegenteil ist der Fall, gerade weil er Person ist, freilich unsichtbar und nicht räumlich begrenzt wie wir, ja, ist klar. Aber gerade weil er Person ist, kann er als dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit durch Menschen sprechen. Man darf sich also Person bezüglich Heiligen Geist jetzt nicht als sichtbar, greifbar, körperliches, innerweltliches Wesen vorstellen, sondern als unsichtbar und trotzdem personal wirkend, als Geist eben, nicht als Körper in dem Sinne. Der Heilige Geist ist Gott, keine Kraft. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes oder als Heiliger Geist erweist Gott seine Kraft auf Erden. Dazu lese ich jetzt gerade noch zwei Stellen. Johannes 16, Vers 7 bis 14. Und achten Sie mal darauf, welche Eigenschaften der Heilige Geist hier als Person besitzt. Hier sagt unser Heiland, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er, also der Geist Gottes, wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, 7 bis 14. Kann das ein elektrischer Strom tun? Also der Geist als Person besitzt personale Eigenschaften und Gaben. Und noch eine Stelle, Hananias und Sapphira. Eine ganz wichtige Stelle bezüglich der Personalität und Gottheit des Heiligen Geistes. Da steht in der Bibel, in Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 4, ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Ist Ihnen was aufgefallen? Apostelgeschichte 5, 1 bis 4. Es heißt einerseits, du hast den Heiligen Geist belogen, und einige Verse weiter, du hast Gott belogen. Also ganz klar, der Heilige Geist ist Gott. Soweit hierzu. Ich glaube, wir haben jetzt fast Halbzeit. Wir singen mal eine Strophe und dann möchte ich auf die Gottheit Jesu Christi eingehen. Na,
Nachdem wir nun die Gottheit des Heiligen Geistes von der Schrift her festgestellt haben, kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage. Ist Jesus Gott in einzigartiger Weise? Also nicht ein Gottessohn, sondern der Gottessohn. Nicht ein Gott, sondern der einzigartige Sohn Gottes. Nun, da ist am einfachsten, wenn wir einmal sehen, was die Bibel über Jehova, sage ich mal, sagt, also JHWH, das Tetragramm, ich sage jetzt mal Jehova, das wird hier so abgehört, JHWH, nicht? Zeugen Jehovas würden als Jehova sagen, also an die Leinwand hier geworfen, und was sie über Jesus sagt. Wir sehen also, ich lese mal vor, Jesus ist Gott. Die Zeugen Jehovas und nicht nur sie bestreiten die Dreieinigkeit, also die Wesenseinheit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott im Heiligen Geist. Jesus sei nur ein Geschöpf, der Erzengel Michael, der vollkommene zweite Adam. Aber er sei nicht Gott im eigentlichen Sinn. Nachfolgend ein Überblick über Bibelstellen, die dokumentieren, dass Gott, Jahwe oder Jehova und Jesus Christus eins sind. Und hier sind zunächst die Stellen zu nennen, die sagen, Jehova ist Gott. Das brauchen wir, denke ich, nicht weiter begründen. Aber dann auch, Jesus ist Gott. Auf einige gehe ich gleich noch ein. Johannes 1, Vers 1 und 18, Johannes 20, Vers 28, Römer 9, Vers 5, Titus 2, Vers 13, Hebräer 1, Vers 8, 2. Petrus 1, Vers 1. Aber nicht nur die Bezeichnung Gott findet sich, sondern auch die ganzen Würdetitel Gottes auf Jesus angewendet und die ganzen Eigenschaften Gottes auf Jesus angewendet. Zum Beispiel, Jehova ist Herr in Herrlichkeit. Ich lasse jetzt aus Zeitgründen die vielen Stellen weg. Und Jesus ist Herr in Herrlichkeit. Sie sehen hier, ich habe es nicht gezählt, ungefähr 20 Bibelstellen, man könnte noch mehr nennen. Dann, Jehova ist erster und letzter Alpha und Omega. Und Jesus ist genauso erster und letzter Alpha und Omega. Offenbarung 1, Vers 17 und 18, Offenbarung 2, Vers 8, Offenbarung 22, 12 bis 16. Jehova ist Retter und Jesus ist Retter. Matthäus 1, Vers 21 und so weiter. Allein schon der Name Jesus bedeutet ja, von Jeshua herkommend, Hilfer, Helfer, Retter. Dann, Jehova ist ewiger König und Jesus ist ewiger König. Jehova ist ewiger Richter und Jesus ist ewiger Richter. Jehova ist Erlöser und Jesus ist Erlöser. Apostelgeschichte 20, Vers 28, Epheser 1, Vers 7, Hebräer 9, Vers 12. Jehova ist Schöpfer und Jesus ist Schöpfer. Johannes 1, Vers 2 folgende, Kolosser 1, 15 bis 18, Hebräer 1, 1 folgende. Davon werden wir zwei Stellen noch betrachten. Und dann auch wieder wesentlich, Jehova existiert von Ewigkeit her und Jesus existiert von Ewigkeit her. Etliche Stellen aus dem Johannesevangelium machen das deutlich, aber auch 1. Korinther 10, Vers 4, Philipper 2, Vers 6, Hebräer 9, Vers 26, Hebräer 13, 8 und Judas 5. Und jetzt etwas, was ja nur Gott tun kann, kein Mensch oder kein Engel könnte das tun. Jehova vergibt Sünden und Jesus vergibt Sünden. Markus 2, Vers 1 bis 12, Apostelgeschichte 5, Vers 31, Apostelgeschichte 26, Vers 18, Kolosser 2, Vers 13, Kolosser 3, Vers 13. Nur Gott kann Sünden vergeben. Deshalb wollten ihn ja auch die Pharisäer steinigen, weil er das tat. Sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Die Juden wollten ihn damals steinigen. Und auch das kann nur Gott tun. Jehova weckt Tode auf und Jesus weckt Tode auf. Übrigens, auch im Endgericht kann nur Gott tun, kein Engel. Im Unterschied zu Michael zum Beispiel. Und Jesus weckt Tote auf. Lukas 7, Vers 11 folgende, Johannes 5, 21, Johannes 6, 40 und viele weitere Stellen. Und was auch nur Gott zukommt, Huldigung, Anbetung. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr lesen, deshalb lese ich es vor, ist ganz unten hier. Jehova empfängt Lobpreis und Anbetung, und zwar von Engeln und Menschen. Und genauso Jesus empfängt Lobpreis und Anbetung von Engeln und Menschen. Ganz viele Bibelstellen. Matthäus 2, Vers 2, Matthäus 14, 33, 28, 9 und Vers 17, Johannes 5, Vers 23, 20, Vers 28 und so weiter. Vor allem aber Hebräer 1, darauf gehe ich auch gleich noch ein. So, wollen Sie es noch sehen? Wir können es aber auch wieder ausschalten. Die Stellen habe ich auch in meinem Buch alle aufgelistet, wenn es jemand nachlesen will, alles. So, dann
Ich zitiere aus dem Buch von des Neutestamentlers Murray G. Harris, Jesus as God. Und folgende Sätze daraus möchte ich nochmal zitieren, in deutscher Übersetzung. Harris als Neutestamentler schreibt hier: Es ist sicher, dass der Begriff Theos, also Gott, auf Jesus Christus in Johannes 1, Vers 1 und Johannes 20, 28 angewandt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er in Römer 9, Vers 5, Titus 2, Vers 13, Hebräer 1, Vers 8 und 2. Petrus 1, Vers 1 auf Jesus Christus bezogen wird, wahrscheinlich auch in Johannes 1, 18. Wenn Jesus als Theos, Gott, oder Hotheos, der Gott, bezeichnet wird, dient dies dazu, seine Gottheit expressis verbis, das heißt ausdrücklich, zu bestätigen. Sicherlich steht, so schreibt Harris weiter, sicherlich steht oder fällt aber die neutestamentliche Lehre von der Gottheit Christi nicht mit der Zahl der Stellen, an denen Jesus Theos, Gott, genannt wird. Sogar wenn der Titel niemals in Bezug auf Jesus gebraucht würde, ist seine Gottheit doch offensichtlich. Zum Beispiel ist er, also Jesus, der Empfänger der Anbetung von Menschen und Engeln und des rettenden Glaubens. Er übt Funktionen aus, die ausschließlich Gott zukommen, etwa beim Schöpfungsakt, beim Vergeben von Sünden und beim Endgericht. Bittgebete werden an ihn gerichtet. Alle göttlichen Attribute sind ihm eigen. Er trägt zahlreiche Titel, die im Alten Testament auf Jahwe, Jehova, bezogen werden. Zitat Ende. So Harris in dem Buch Jesus as God, Jesus als Gott. Lohnt sich mal zu lesen, wer Englisch kann. Ausführliche wissenschaftliche Untersuchung, etliche hundert Seiten. Nun kommen wir aber auch nochmal auf ein weiteres tiefes Geheimnis, außer der Dreieinigkeit, nämlich wie verhalten sich denn die wahre Gottheit und die wahre Menschheit Jesu Christi zueinander? Übrigens ein genauso tiefes Geheimnis wie die Frage, die Bibel, Gottes Wort, Menschenwort, was ja zurzeit auch in evangelikalen Kreisen diskutiert wird. Die Frage, wahre Gottheit und wahre Menschheit, wie verhält sich das zueinander? Also ich wiederhole, wie kann es sein, dass der allmächtige, ewige Gott Mensch wird, Hunger leidet, Durst leidet, angreifbar wird, sogar geschlagen werden kann, getötet werden kann am Kreuz. Marterpfahl würden Zeugen Jehovas sagen, da gibt es ja kein Kreuz. Aber auf die Dinge kann ich jetzt nicht alle eingehen. Aber wie ist das möglich? Nun, das ist das Geheimnis, wahre Gottheit und wahre Menschheit, wie das nun zusammenkommt. Jesus wuchs heran vom Kind zum Mann, empfand Hunger und Durst, Müdigkeit und Schlaf, Trauer und Freude. Er erlitt körperlichen und seelischen Schmerz und schließlich den Tod. Und doch war er zugleich und ist er wirklicher Gott. Er besaß Macht über die Natur, konnte die Gedanken der Menschen erkennen, Sünden vergeben, Krankheiten heilen, Stürme stillen, Sehen beruhigen, Tode zum Leben erwecken und so weiter. Das ist in einer Person hier, des Sohnes Gottes, zusammengetroffen, in einzigartiger Weise. Nun, das ist nun auch das Geheimnis, wie sich die göttlichen Personen unterscheiden. Und wir berühren hier wirklich an die tiefsten Geheimnisse im christlichen Glauben und auch die tiefsten Geheimnisse für die Theologen und für die Theologie. Trotzdem möchte ich einiges vielleicht sagen. Und wir gehen aus von Philipper 2, Vers 6 bis 11. Das ist, denke ich, der Schlüssel, um diese Stellen richtig zu verstehen, die auch den Zeugen Jehovas wahrscheinlich zum Fallstrick geworden sind, weil sie es falsch verstanden haben, wenn es heißt, der Vater ist größer als ich. Ich denke, wir können es nur verstehen von Stellen wie Philipper 2, 6 bis 11 her. Das Geheimnis der Selbstentäußerung Jesu Christi, dass er sich seiner Göttlichkeit entäußert hat für die Zeit der irdischen Existenzweise. Wir lesen es mal, Philipper 2, 6 bis 11. Und ich habe hier eine eigene Übersetzung vom Griechischen her. Der in der Daseinsweise Gottes sich befand, hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, Sklavendasein annehmend. Ein Gleichbild der Menschen wurde er. Und im Äußeren erfunden als Mensch erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Kreuzestod.
Deshalb hat Gott ihn auch so sehr erhöht und ihm den Namen, der über jedem Namen ist, geschenkt, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun, es wird hier deutlich, ganz am Anfang schon, dass Jesus Christus ursprünglich in der Gestalt Gottes, nicht nur Gestalt, sondern in der Morphä, in der Daseinsweise Gottes sich befand. Und nur weil er Gott ist, konnte er sich seiner Gottheit für eine bestimmte Zeit so entäußern, dass er Fleisch wurde, dass er Mensch wurde. En morphä tu teu hyparchon. Ursprünglich in der Gestalt Gottes seiend. Und mit seiner Fleischwerdung beschloss Christus freiwillig, sich der Autorität des Vaters zu unterstellen. Nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte aus Liebe zu uns Menschen. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Jesu Christi, Gottes in Christus, in seinem Sohn. Er hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein. Er hätte ja sagen können, ich will nicht auf die Erde gehen, ich will nicht dieses Opfer bringen, ich will beim Vater bleiben. Nein, er hat es freiwillig auf sich genommen, diesen Weg des Leidens für uns Menschen stellvertretend, für unsere Schuld zu gehen. Dass Jesus seine Gleichheit mit Gott aufgeben konnte, setzt also voraus, dass er diese Gleichheit besaß und auch natürlich besitzt. Gott wurde Mensch, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Jesus unterwarf sich seinem Vater dem Rang nach, aber nicht der Natur nach. Er bleibt gleichen Wesens mit dem Vater, nimmt aber einen geringeren Rang ein als der Sohn, so wie auch ein irdischer Sohn, solange er jung ist und so, oder auch die Eltern ehren soll und insofern auch unter den Eltern, auch unter dem Vater steht. Man kann das ja wieder mit dem menschlichen Vergleich sich vorstellen. Die Kinder sollten in der Regel oder überhaupt von Schöpfungswillen Gottes her unter den Eltern stehen, nicht über die Eltern sich stellen. Selbst wenn die Eltern ungläubig sind, da müssen sie ihnen vielleicht nicht gehorchen, wo es um Glaubensdinge geht. Da muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber trotzdem im irdischen Rahmen den Eltern gehorchen. Ich kann da sagen, meine Mutter sitzt auch hier. Also. Je älter man wird, da wird es so ein bisschen schwieriger, wenn man mal schon auf die 50 zugeht. Aber trotzdem haben natürlich die Eltern auch manche Lebenserfahrung voraus. Ne? Ist doch in der Regel so, oder? Ja. Wobei auch niemand die Jugend verachten soll. Siehe Timotheus Briefe. Das ist in einer Gemeinde, wenn dann junge Prediger kommen, ne? Denke ich manchmal, Mensch, diese älteren Geschwister, die hören sich jetzt den jungen Prediger an und lernen da was von ihm. Deshalb, es gilt beides. Da, wo der Geist Gottes wirkt, auch die Jugend kann manches sagen. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht der Älteste im Raum, sage Ihnen trotzdem was, entschuldigen Sie bitte. Aber ja, so wie es einem der Herr schenkt. Jesus unterwarf sich also seinem Vater dem Rang nach, aber nicht der Natur nach. Diese Unterwerfung ändert also nichts an der Wesensgleichheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, Gott von Gott. Er wurde Mensch wie wir, aber mit einem Unterschied. Wer weiß das? Ohne Sünde. Er bleibt als Einziger und blieb als Einziger ohne Sünde. Er wurde auch versucht, hat aber dem nicht nachgegeben. Und seine Fleischwerdung, seine Inkarnation, lateinisch, kam der Entäußerung seiner Gottgleichheit gleich. Das heißt, er verzichtete auf den Gebrauch bestimmter göttlicher Eigenschaften, aber das wurde ihm nach seiner Kreuzigung und Erhöhung wieder in der Fülle zuteil. Am Schluss, aber wenn es nicht zu weit geht, bitte. Kurze? Na, Schluss, ja. Ist klar, das werden nicht Geheimnisse, kannst du aber aufschreiben. Und in Vers 9 bis 11 von Philipper 2 ist übrigens ein Zitat aus Jesaja 45 aufgenommen. Jesaja 45, 22 bis 24. Und in der Jesaja-Stelle heißt es, da spricht also Jehova, wie Zeugen Jehovas sagen würden, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, in Jehova habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Und genau das wird aufgegriffen in Philipper 2, wo es dann heißt, dass ich im Namen Jesu jedes Knie beuge. Genau das Gleiche, was hier bei Jehova gesagt hat. Haben Sie mal ein Beispiel, ja? Jesaja 45, Jehova, Philipper 2, Jesus Christus. Die Knie sollen sich beugen für Jehova und genauso vor dem Sohn Jesus Christus. Kann man noch deutlicher erkennen, dass Jesus Gott ist und vollkommener Erlöser ist?
Nun gibt es aber die Stelle, Johannes 14, 28, der Vater ist größer als ich, spricht hier Jesus. Da bin ich auch schon mal ins Schleudern gekommen. Wenn man das so isoliert liest, der Vater ist größer als ich, ja, ist dann Jesus doch nicht Gott. Ja. Aber es ist genau das, was ich gesagt habe. Man kann es nur verstehen, jetzt kommt ein theologisches Fachwort, vom innertrinitarischen Handeln her. Innertrinitarisch heißt innerhalb der Dreieinigkeit. Es gibt eine Beziehung zwischen Vater, kann sich den oben am Dreieck vorstellen, Sohn und Heiligem Geist als die zwei unteren Personen, die sich dem Vater unterordnen, die ewig von ihm gezeugt oder gesandt werden. Der Sohn gezeugt, der Geist ausgesandt. Innertrinitarisches Handeln zwischen Vater und Sohn. Der Vater ist größer, weil von ihm alles innertrinitarische Geschehen ausgeht, denn er, der Vater, ist es, der den Sohn und den Geist sendet. Und im gleichen Kapitel Johannes 14 steht ja, und das scheint zunächst widersprüchlich zu sein, ist es aber gar nicht, der Satz, den Jesus spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nun, wie könnte das Jesus sagen, wenn er nicht Gott wäre? Wer mich sieht, der sieht den Vater, nämlich Gott, den Vater. Das heißt also, die Unterordnung des Sohnes, der Vater ist größer als ich, hebt die Wesenseinheit mit Gott, dem Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater, das hebt diese Wesenseinheit nicht auf. Das ist im gleichen Kapitel Johannes 14 beschrieben. Qualitativ war er Gott, offenbart im Fleisch, während er quantitativ als ein Mensch begrenzt war. So kann man fast auch sagen. Also von der Wesensart gleich, von der Rangordnung unterschieden. Noch einige Stellen, oder ist Ihnen schon zu viel? Ich möchte noch auf 1, 2, 3, noch auf einige wenige Stellen eingehen. 20 Minuten noch, wenn es erlaubt ist. Aber es ist ja wichtig, weil da kommen ja Fragen, wenn die Zeugen Jehovas an der Haustür sind und diese Stellen dann einem präsentieren. Und da gibt es ja auch ein Buch Unterredungen anhand der Schriften, wo diese Dinge auch einstudiert werden. Das ist also nicht so, dass sie das einfach so sagen. Das wird regelrecht geschult, diese Gespräche. Ich gehe vielleicht morgen Abend doch darauf ein. Da werde ich noch ein bisschen was auch über die missionarische Begegnung sagen. Aber hier Markus 13, Vers 32. Von dem Tage aber und der Stunde, nämlich des Weltendes und Endgerichts, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Geheimnisvolle Stelle. Warum weiß der Sohn nicht den Termin des Weltgerichts, des Endes? Nun, zunächst ist festzustellen, es gibt ja verschiedene Urschriften, dass im Mehrheitstext, im griechischen Mehrheitstext, sich der Satzteil ude hochios, auch der Sohn nicht, überhaupt nicht findet. Der findet sich in verschiedenen anderen Handschriften, aber nicht im Mehrheitstext, der eine sehr gute Bezeugung hat. Also von daher muss man Zweifel anmelden, ob das ursprünglich da gestanden ist, Textforschung. Aber selbst wenn es im ursprünglichen Evangelium so gestanden sein sollte, dann wird doch deutlich vom Zusammenhang her in Matthäus 24, dass Jesus sehr wohl Kenntnis besaß über das Ende der Welt. Er hat ja die ganze Endzeitrede gehalten, die ganzen Zeichen der Zeit, die kommen werden. Ich werde, so Gott will, dieses Jahr noch ein Seminar halten, über Endzeit im Dezember. Ich glaube auch, dass das Ende nahe gerückt ist, aber ich würde nie einen Termin festsetzen, im Unterschied zu der Geschichte der ernsten Bibelforscher oder Zeugen Jehovas, wo es ja schon viele falsche Termine gab. 1874, 1878, 1914, 1918, 1925, 1975. Das waren alles falsche Termine für die Errichtung des Königreiches Gottes auf Erden. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Aber auch daran erkennt man falsche Prophetie natürlich, ne, wenn es nicht eintrifft. Tag und Stunde weiß niemand. Darum geht es. Aber die Zeichen hat der Herr uns offenbart. Und natürlich wusste er um die Zeit. Warum nun dieses aber nicht gesagt werden soll, das wird in der ähnlichen Stelle Apostelgeschichte 1, Vers 7 deutlich, wo Jesus zu den Jüngern spricht, es steht euch nicht zu, Zeitläufe und Zeitpunkte zu wissen. Kairos et Chronos. Zeitläufe und Zeitpunkte, beziehungsweise umgekehrt, Chronos und Kairos. Also es steht euch nicht zu, das heißt, es ist nicht gut für uns, wenn wir den genauen Zeitpunkt wissen. Warum wohl? Weil wir da nicht mehr alle Zeit wachsam sind. Wir sollen ja alle Zeit wachsam sein und bereit für den Tag des Herrn. Und außerdem soll man nicht jetzt
dann kommt man schnell in die Haltung, ja, ein Jahr so und so viel. Und vorher, da kann man sich ja immer noch bekehren und so nach dem Schema, dann wird es ein sehr flaches Leben. Nein, wir sollen alle Zeit in freudiger Erwartung der Wiederkunft Jesu stehen. Ich lasse jetzt aus Zeitgründen einige Stellen weg. Man müsste jetzt ausführlich auf Johannes 1, Vers 1 bis 3 eingehen. Mach es ganz kurz. Wie gesagt, Sie können es ausführlicher studieren, wenn Sie wollen, in Büchern. Aber hier heißt es im Luthertext: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wir wissen, das Wort ist Jesus Christus, muss ich jetzt nicht breit erklären. Und in der Neuen Weltübersetzung der Wachturmgesellschaft hören sich diese Verse so an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Statt Gott war das Wort. Das Wort war ein Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alle Dinge kamen durch ihn ins Dasein und ohne ihn kam auch nicht ein Ding ins Dasein. Es wird also unterschieden zwischen Gott, Jehova, und einem Gott, dem Erzengel Michael, nämlich Jesus Christus. Aber das lässt sich nicht halten. Ich müsste jetzt die ganzen Grammatikregeln erklären. Nach Colwell und wie sie alle heißen, würde es gern ausführlich tun, aber ich denke, ich erschlage sie damit. Das ist nur die Sache. Die Wachturmgesellschaft argumentiert, ob hier es Gott oder ein Gott heißt, das hängt vom Textzusammenhang ab. Und da ja die ganze Bibel sagen würde, Jesus sei nicht Jehova, Gott, deshalb müsse es heißen ein Gott. So wird im Groben argumentiert. Aber ich habe gerade gezeigt, auch das Schaubild, dass die gesamte Bibel sagt, dass Jesus Gott ist. Insofern muss es hier betont vorangestellt heißen, Theos, Gott. Und ohne Artikel, weil es eben gerade die Betonung ist, Gott war das Wort. Nicht Mensch war das Wort, sondern Gott. Deshalb ist Theos hier vorangestellt in Johannes 1, Vers 1. Und vor allem, und das ist noch ein wichtiges Argument, das wird oft übersehen, es heißt nicht, und das wird überlesen, sehr gern, auch von uns, es heißt nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern, wie heißt es? Im Anfang war das Wort. Und der Bibelausleger Theodor Zahn hat bereits im 19. Jahrhundert geschrieben, oder Anfang des 20., dass dieses lange Ein, Enarche, Ein, Hologos im Griechischen, war das Wort, schon immer das Hauptargument gegen die Arianer jeder Färbung war, ob sie Zeugen Jehovas oder Moslems oder Arius selber geheißen haben. Es heißt nicht, das Wort wurde geschaffen, gerade in die Welt, sondern es war von Ewigkeit her. Es im Anfang, man kann auch sagen, in Gott war das Wort, nicht wurde. Das ist für mich das Hauptargument von Johannes 1, von der ewigen Gottheit des Wortes. En arche en ho logos. Im Unterschied zu allem, was geworden ist, war der Logos von Ewigkeit. Sonst müsste es heißen, en arche geneto ho logos. Im Anfang wurde der Logos das Wort. Es lohnt sich mal ein bisschen Griechisch zu lernen. Ja, eine Bekanntgabe eines Autos kam dazwischen, aber nun sind wir wieder beisammen. Ja. Das heißt, einer fehlt, der muss jetzt wegfahren. Haben Sie es verstanden? Nicht wurde, sondern war im Anfang schon. Auch Johannes 3,16 wird ins Feld geführt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, übersetzt Luther, eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ja ein ganz bekannter Vers, wo das ganze Evangelium zusammengefasst ist. Und hier steht im Griechischen Monogenes, der einzig geborene Sohn, übersetzt Luther. Es wird in den Wachturmschriften argumentiert, dass Ginomai, also von Monogenes, der Zusammenhang, ein Hinweis sei auf die Geschöpflichkeit Jesu und ein Beweis gegen seine Gottheit. Aber es ist gerade umgekehrt. Monogenes heißt einzig gezeugt, ja, nicht geschaffen. Also es deutet auch hier wieder ganz klar auf die Zeugung des Sohnes vom Vater hin. Dann die Stelle, ich und der Vater sind eins. Das ist ja ein Argument
für die Gottheit Jesu. Aber wie wird hier jetzt dagegen argumentiert? Ist auch mal interessant zu hören. Wenn Jesus spricht, ich und der Vater sind eins. Nun, sie sagen, dass es eben, ich habe schon mal vorhin ganz am Anfang ein Zitat gelesen, sie sagen, dass das nur die Einheit in der Überzeugung und im Willen sei, die Jehova und Jesus besessen hätten. Also keine Einheit im Wesen, sondern nur in der Überzeugung und im Willen. Gespannt, ob es aufbleibt. Nun ja. Die Fenster haben ihre eigene Dynamik. Lass mal die Tür ein bisschen offen, danke. Also sind sie wesenseins oder willenseins? Das ist schon okay. Das Neutrum hin zeige eine Einheit in der Zusammenarbeit an. Aber ist wirklich nicht mehr gemeint als eine Einheit im Wollen und Handeln? Doch, muss man antworten. Und das wird deutlich wieder im Textzusammenhang. Es ist ja immer wichtig, dass wir die Bibelstellen vom Textzusammenhang her betrachten. Was geschieht nämlich, als Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins? Wie reagieren denn die Umstehenden darauf? Sagen sie, ja, wir sind ja auch, sie können ja antworten, wir sind ja auch eins mit dem Vater. Wir tun auch seinen Willen als jüdische Nachfolger unseres Gottes. Wenn Jesus nur das gemeint hätte, dann wäre das nicht passiert, was hier beschrieben wird. Da steht nämlich in Johannes 10, da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Also ihr seht, liebe Geschwister und liebe Freunde, man muss hier den Zusammenhang beachten. Sie hätten ihn nicht steinigen wollen, wenn sie es nicht so verstanden hätten und er es auch nicht so gemeint hätte. Ich bin Gott, der Vater und ich sind eins. Das hat Jesus in einzigartiger Vollkommenheit gesagt. Und nun noch eine Kardinalstelle, Johannes 20, Vers 28. Der Zweifler Thomas, ja, vielleicht auch schon dran gedacht. Er sprach zum auferstandenen Herrn Jesus Christus, als er ihn gesehen hat, als er seine Wunden berührt hat, an die Seite gefasst und die Nägelmale betastet. Was sagte er da? Wer weiß es? Mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Eine der wichtigsten Stellen im Neuen Testament, wo Jesus klar als Gott bezeichnet wird. Die Wachturmgesellschaft tut sich schwer, diese Stelle umzudeuten. Sie versucht es. Und wie? Ich zitiere. Man muss hier genau hinhören, wie hier umgedeutet wird. Und zwar, aus der Schrift sollte man an die Dreieinigkeit glauben, Seite 29. Zitat. Für Thomas war Jesus wie ein Gott. Wie ein Gott. Vor allem unter den wundersamen Umständen, die ihn zu diesem Ausruf veranlassten. Einige Gelehrte meinen, dies seien lediglich gefühlsbetonte Worte des Erstaunens, die Thomas zwar zu Jesus gesprochen, aber an Gott gerichtet habe. Wie dem auch sei, wird hier weitergeschrieben, Thomas dachte nicht, Jesus sei der allmächtige Gott. Denn er und all die anderen Apostel wussten, dass Jesus nie behauptet hatte, Gott zu sein, sondern lehrte, dass nur Jehova, der allein wahre Gott ist, Johannes 17, Vers 3, wird auf eine Stelle verwiesen. Ich habe ja gerade aber gesagt, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Also natürlich hat er es gelehrt und sollte ja deshalb auch gesteinigt werden. Aber es wird ja behauptet, er hätte es nie gelehrt. Und Thomas hätte auch gar nicht ihn gemeint, sondern Jehova und hätte halt nur ihn dabei angeschaut. Finden Sie das überzeugend? Es sind Auswege, Ausflüchte, die man sucht. Und ich finde das sehr traurig, dass man sich um diese Klarheit hier herumdrückt und das einfach nicht annehmen möchte. Jesus ist Gott. Vom Textzusammenhang her zielt diese Erzählung, diese Tatsachenerzählung, der Tatsachenbericht darauf, den Weg des Thomas zu beschreiben, vom Zweifler zum Gläubigen. Thomas der Zweifler, der ja zum Gläubigen wird. Thomas kommt zum Glauben an Jesus als den Auferstandenen. Und deshalb auch die Antwort Jesu. Und das ist wieder der Kontext. Was antwortet denn Jesus? Wenn er nicht Gott wäre, was hätte er dann sagen müssen? Rede mich nicht so an, du sollst nur Jehova anbeten, hätte er sagen müssen. Ja? Und was tut Jesus? Er sagt in Vers 29, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Weil er ja nicht mehr lange da sein wird, sichtbar auf Erden, sagt er das schon auch für uns. Das ist für mich ein ganz wichtiger Vers, der unsichtbare Herr, ihm zu vertrauen, dass wenn wir ihn nicht sehen, selig, die nicht sehen und doch glauben. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig, die nicht sehen und doch glauben. Jesus bestätigt also den Glauben des Thomas, der in seinem Bekenntnisausruf, mein Herr und mein Gott, zum Ausdruck kommt. Ich denke, was kann es noch deutlicher geben als diesen Beweis für die Gottheit Jesu? Und noch ein wichtiges. Der Ausruf, mein Herr und mein Gott, ist im Alten Testament eine häufige Ausdrucksweise, ein feststehender Gebetsruf zu Gott, dem Vater. Im Alten Testament gang und gäbe, in 2. Samuel 7, Vers 28, 1. Könige 18, Vers 39, Psalm 35, Vers 23, Psalm 50, Vers 3 und so weiter. Dieser Gebets- und Bekenntnisruf, mein Herr und mein Gott, wird hier auf Jesus angewendet, der sonst nur, ich sag's mal, Jehova zuteil wird. Hier auf Jesus bezogen. Harris sagt in seinem Buch Jesus as God, indem Thomas diesen Bekenntnisruf von sich gab, erkannte er die Herrschaft Jesu in den irdischen und himmlischen Reichen und über sein eigenes Leben sowie die wesensmäßige Einheit Jesu mit dem Vater an, welche seine Verehrung Jesu rechtfertigte. So wie sie in diesem Vers gebraucht werden, sind Kyrios und Theos Titel, nicht Eigennamen. Der erste bestätigt implizit und der zweite explizit die substanzielle Gottheit des auferstandenen Jesus. Zitat Ende. Nun könnte ich noch auf Kolosser 1, Vers 15 eingehen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. So muss es richtig übersetzt sein, ein Genitivus Partitivus. Und es heißt auch nicht Erstgeschaffener, sondern Erstgeborener. Im Griechischen steht Prototokos, Pases Ktisios. Wenn es Erstgeschaffener heißen würde, dann müsste heißen Protoktistos, Pases Ktesios, für die Fachleute unter uns. Also vom Griechischen her ist es gar nicht möglich, ihn hier als Geschöpf einzuordnen. Und da wird übrigens in Klammern hinzugefügt, in der Neuen Weltübersetzung, der Erstgeborene vor allen anderen Geschöpfen. Da wird anderes eingefügt, andere Geschöpfe, obwohl das gar nicht dasteht. Lesen Sie mal darauf in die Neue Weltübersetzung, wie da in Klammerbemerkungen der Text verfälscht wird. Ich habe ein ganzes Kapitel auch hier drin, muss das aus Zeitgründen weglassen. Aber nun eine Stelle zum Abschluss, wirklich jetzt der Schluss, noch 5 Minuten. Hebräer 1, das können Sie mal mit aufschlagen, wer eine Bibel da hat. Ich denke, hier wird am allerdeutlichsten der Unterschied zwischen Jesus Christus, dem einzigen Sohn Gottes, und den Engeln, mit denen ja Jesus auf eine Ebene gestellt wird von der Wachturmgesellschaft, Erzengel Michael. Hebräerbrief, Kapitel 1. Jetzt nochmal einige Verse daraus. Ab Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Genau hinhören. Ja. Zu welchem Engel hat Gott das jemals gesagt? Einzigartiger Sohn. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Und so weiter. Lesen Sie mal das ganze Kapitel. Und dann noch in Vers 13.
Zu welchem Engel aber hat er, Gott, jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heiler erben sollen, die Engel? Also Sie merken, Unterscheidung ganz klar, Engel und der Sohn unvergleichlich über den Engeln stehend, unvergleichlich, wohl bemerkt. Also das ganze Kapitel Hebräer 1 zeigt den völligen Unterschied zwischen Gottes Sohn Jesus Christus und den Engeln auf. Die Behauptung der Zeugen Jehovas, dass der präexistente Christus der Erzengel Michael gewesen sei und nach seiner Auferstehung wieder als Engel erhöht worden sei, entbehrt daher jeder Grundlage. Der Sohn allein ist Gott und kein Engel. Und er wird angebetet. Hier noch diese zwei Stellen im Vergleich Hebräer 1, Vers 6 und Offenbarung 22, Vers 8 folgende. Damit schließe ich jetzt. Und da geht es um die Anbetung. Sie wissen ja, dass am Ende der Bibel in Offenbarung 22 die Rede davon ist, dass Johannes niederfällt nach diesen großen Offenbarungen, die er vom auferstandenen Christus erhalten hat. Und der Engel, der nun vor ihm steht, den will er anbeten, zu seinen Füßen fallen. Und dann wird hier beschrieben, Offenbarung 22, Vers 8 und 9. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten. Proskynesis im Griechischen, Proskynese. Ich fiel nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er sprach zu mir, tue es nicht. Denn ich bin dein Mitknecht, deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Bete Gott an, sagt der Engel. Er weist von sich weg auf Gott, wie es ein nicht gefallener, göttlicher Engel tut. Im Unterschied zu den Dämonen natürlich. Satan will auch Anbetung. Das ist ein gefallener Engel. Bete Gott an. Totiu proskyneson. Und nun wird in Offenbarung 22, Vers 8 und 9 und Hebräer 1, Vers 6 beide Male das gleiche griechische Wort proskyneo, anbeten oder huldigen, verwendet. Das heißt, die Anbetung und Huldigung, die nach Offenbarung 22, Vers 8 und 9 allein an Gott gerichtet werden soll und die Engel nicht annehmen dürfen, ist die gleiche Anbetung und Huldigung, die gemäß Hebräer 1, Vers 6 dem erstgeborenen Sohn durch die Engel dargebracht werden soll. Wir haben es ja gehört. Es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Steht hier in Hebräer 1, Vers 6. Ja. Ein Engel würde niemals einen anderen Engel anbeten können oder wollen. Wahrscheinlich auch nicht wollen, aber auch nicht können und dürfen. Nur Gott. Bete Gott an, sagt der Engel. Und gleichzeitig Christus sollen die Engel anbeten, weil er Gott ist. Braucht es noch einen weiteren Beweis, liebe Freunde? Ich fasse zusammen. Die Lehre von der Dreieinigkeit, auch wenn der Begriff nicht vorkommt, das ist, gebe ich zu, aber die Tatsache kommt vor in der Bibel. Den Begriff hat man später geprägt. Aber die Tatsache Vater, Sohn, Heiliger Geist, auch schon in der Taufaufforderung, Matthäus 28 und viele weitere Stellen. Lasst euch taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Es wäre ja widersprüchlich, wenn man auf den Vater und dann noch auf Engelwesen sich taufen ließe. Nicht? Deshalb ist ja auch die Taufe bei den Zeugen Jehovas ohne diese Namen, nicht? Ohne alles. Praktisch nur ein Untertauchen. Also keine biblische Taufe. Aber diese Dinge, die Lehre von der Dreieinigkeit, die Tatsache der Dreieinigkeit, kann man vielleicht richtiger sagen, ist biblisch gut verankert. Ja, sie geht zwingend aus den untersuchten Bibelstellen und vielen weiteren, die ich jetzt nicht nennen konnte, hervor. Das heißt also, Gott ist ein dreieiniger Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Und das ist nun, deshalb habe ich so ausführlich auch heute den Einstieg gemacht, der Kernpunkt. Die, die morgen kommen, haben das Entscheidende natürlich verpasst. Das ist die Grundlegung in unserem Gespräch mit den Zeugen Jehovas. Die Frage, glaubst du an den dreieinigen Gott? Hast du wirkliche Erlösung, indem du Jesus Christus als den vollkommenen Gott und Herrn angenommen hast? Wenn du nämlich nicht Jesus Christus als den vollkommenen Gott und Herrn und Erlöser kennst, hast du keine Erlösung, auch wenn du das einbildest. Ohne diesen wirklichen dreieinigen Gott gibt es keine Errettung in Zeit und Ewigkeit. Ich werde morgen früh auf diese Frage ausführlich eingehen, Erlösung oder Selbsterlösung. Und wir werden sehen, das möchte ich schon vorausschicken,
der Christus der Zeugen Jehovas hat nur einen Teil vollbringen können, weil er ja nur ein Engelwesen ist. Den Rest müssen die Menschen selber hinzufügen. Letztendlich eine Werkgerechtigkeit, ein Rückfall in das Gesetz, wenn man so will, Gesetzlichkeit, aber eine Gesetzlichkeit, die eben nicht retten kann, mit vielen, vielen Werken und keine Heilsgewissheit. Morgen Abend dann eine meines Erachtens noch schlimmere Konsequenz, nur 144.000 im Himmel, alle anderen auf der paradiesisch erneuerten Erde, wird behauptet. Ist das die biblische Lehre oder nicht? Laden Sie noch ein, kommen Sie wieder. Wir wollen morgen Abend, morgen früh um 10 und morgen Abend um 20 Uhr die Fortsetzung machen. Nun lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, rufen wir dich an und danken wir dir, dass du ein vollkommenes Erlösungsopfer geschaffen hast am Kreuz auf Golgatha, dass wir alles in dir haben, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht am Kreuz. Und Herr, wir danken dir, dass du auch auferstanden bist dann von den Toten, nicht im Grab geblieben und dass du uns deshalb ewiges Leben ermöglichst. Schenke uns diesen rettenden Glauben an dich und erhalte ihn uns. Und auch wenn Menschen denken, sie seien sehr religiös und dich als den lebendigen Heiland noch nicht kennen, dann, Herr, begegne ihnen doch. Segne sie und führe sie zu dir. Wir bitten es von Herzen. O Herr, sei du gnädig und sei jetzt auch bei uns. Schenk uns ein sachliches und faires Gespräch, wo noch Fragen sind oder auch Diskussionen, dass wir von deinem Wort her ringen um die wirkliche rettende Erkenntnis, Herr, dich als den Weg, die Wahrheit und das Leben anzunehmen, wer es noch nicht getan hat. O Herr, nun segne uns und behüte uns. Amen.